Beim Kampf der Reality Stars lügt Alex Petrovic einfach alle an. Weil Alex bescheißt uns die ganze Zeit. Ja. Was? Niemals. Ich hab gar keinen Plan. Ich hab kein Promi-Wissen. Das alles. Und noch einiges mehr gibt's in der brandneuen Folge vom Kampf der Reality Stars. Und da wir uns langsam dem Finale nähern, muss ich das natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und ich hasse Duschen. Also ich mach's natürlich trotzdem manchmal, aber meine Eltern hatten früher einen Durchlauferhitzer und es gab nur ganz heiß und ganz kalt, deswegen mag ich Duschen nicht so. Was ich aber mag, ist zum Beispiel den Kampf der Reality Stars schauen. Das kannst du natürlich jederzeit. Mittwoch 20:15 RTL 2 oder immer auf RTL Plus. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Wenn wir dann jetzt mit dieser Folge starten, ist es ja normalerweise immer so, dass neue Stars an den Strand gespült werden. Aber irgendwann ist RTL 2, glaube ich, das Geld ausgegangen. Wobei, kosten diese Stars eigentlich wirklich Geld? Es wäre eigentlich traurig, wenn ja. Sala-Eingang geschlossen. Ab jetzt geht's nur noch raus. Es werden keine Neuankömmlinge mehr am Starstrand kentern. Oh nein, das bedeutet, es gibt keine abgehalfterten Leute aus irgendwelchen Soaps mehr. Das ist ja wirklich traurig. Aber nehmen wir ganz im Ernst, ich muss tatsächlich sagen, beim Kampf der Reality Stars gefällt mir der Cast am Anfang immer ganz gut. Aber dann kommen immer mehr Leute rein, die ich dann doch nicht wirklich kenne. Und am Ende ist der Cast dann eher nur noch so, naja, aber okay. Trotzdem bleiben natürlich die anderen festen Punkte dieser Sendung erhalten. So auch die Wand der Wahrheit, die auch heute wieder eine Frage an die Stars hat, die im Prinzip jede Woche eigentlich auch genau dieselbe Frage ist, nur anders formuliert. Liebe Reality Stars, für wen schaltet Deutschland seine Fernsehgeräte ein? Bringt nun eure Fotos in die richtige Reihenfolge. Vom Platz 1, der Reality Star, der für Deutschland den größten Einschaltimpuls mit sich bringt, bis Platz 11. Ja, und auch heute gilt natürlich, umso besser die Stars sich anstellen, umso weniger schlimm ist vielleicht eine etwaige Bestrafung. Und die Stars einigen sich dann sehr schnell darauf, dass zum Beispiel Kelvin ein echter Einschaltgarant ist. Und auch Kevin zum Beispiel recht weit vorne mitspielt. Nur das Problem ist, am Ende entscheiden das natürlich die Zuschauer. Die sind da anderer Meinung. Statt für den Reality-Star auf Platz 11 schalten die Leute lieber die Mikrowelle ein, um sich ein Fertiggericht warm zu machen. Ja, der Satz ist... Applaus! Für Kevin! Was? Was? Du bist eine Mikrowelle. Nicht mal eine Mikrowelle. Was? Okay, das war vielleicht ein kleines bisschen gemein formuliert, bedeutet aber im Umkehrschluss tatsächlich, Deutschland will Kevin nicht im Fernsehen sehen. Ja, das ist jetzt für seine Karriere im Fernsehen nicht so toll. Das fuckt mich richtig ab. Also danach kann ich theoretisch aufhören, wenn keiner für mich einschaltet, bin ich ganz ehrlich. Quatsch, Kevin. Denn man muss ja eigentlich schon fairerweise sagen, dass man eigentlich ironischerweise auch ganz oft für Leute einschaltet, die man nicht sehen will, oder? Also zum Beispiel bei Valentina geht es mir immer so. Ich will die nicht sehen, aber dann gucke ich mir die Sachen mit ihr trotzdem an, weil ich sie ja sehen will, während ich sie nicht sehen will. Naja, egal. Auch andere Stars schneiden ein bisschen schlechter ab, als man denken könnte. Unser Lieblings-Alex Petrovic ist auch gar nicht auf der 1. Hinter Platz 7 verbirgt sich ein Reality-Star, der zwar dicke Muskeln, aber dafür zu wenig Zugkraft bei den Zuschauern hat. Applaus für Alex. Ja. Blöd. Aber irgendjemand, der gehört natürlich auf die 1. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht so unbedingt mit gerechnet. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie repräsentativ das ist. Ob im Fernsehen oder auf TikTok, die Leute schalten für ihn ein. Applaus für Noah mit Platz 1. Ja, da war noch ein Punktsieg für das Internet und Christoph auf Platz 2. Also jetzt mal ganz ehrlich und so zwischen uns, ne? Ich kenne Noah von TikTok zwar nur so am Rande, aber ich glaube nicht, dass besonders viele Leute für ihn einschalten. Ich persönlich glaube, dass von den typischen Leuten, die das im seriellen TV gucken, das sind ja oftmals eher ein bisschen ältere, Noah vielleicht gar nicht so ganz viele kennen, oder? Aber okay, wir lassen das natürlich trotzdem mal so stehen und ich habe ja schon versprochen, das gibt jetzt auch Konsequenzen. Die darf natürlich unser 11-platzierter Kevin vor. Lesen. Wie schon angekündigt wurde, hat die Wand der Wahrheit Konsequenzen. Und zwar gute. Ich habe ein wenig Budget freigegeben, um euch mit euren Liebsten telefonieren zu lassen. Wie schön, die dürfen zu Hause anrufen. Was für uns Zuschauer mal ein bisschen langweilig ist, weil wir die Familien gar nicht kennen und viele von denen ja sowieso erst irgendwie seit einer Woche oder so in der Sendung sind. Aber egal. Es gibt aber ein kleines Problem. Es müssen nämlich 3 Minuten reichen und zwar für alle Kandidaten zusammengenommen. Oh, warte mal. 2, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 11. Da hat ja jeder quasi so, sagen wir mal,
25 Sekunden Zeit, 28 Sekunden rum. Sagen wir mal 27 Sekunden. Das ist echt wenig. Ja, das ist echt wenig. Vor allen Dingen, wenn man mit dieser alternativen Mathematik arbeitet. Denn eigentlich sind es natürlich 180 Sekunden durch 11 und das sind ungefähr 16. Ich habe jetzt den Taschenrechner nicht angemacht. Ich hoffe, das stimmt und ich mache mich jetzt nicht lächerlich. Aber es ist auf jeden Fall weniger als das, was Kevin denkt. Der dann übrigens gleich mal als Erster anrufen darf. Ja, dann sollte er sich jetzt aber wenigstens an seine Beschränkung halten. Ich hab nicht viel Zeit. Zeig mir mal bitte schnell meine Hunde. Schnell. Hier. Also sind das nicht statt Hunden eigentlich nur ein Hund gewesen und sah nur ich das so, dass dieser Hund ein bisschen verstört geguckt hat? Aber okay, in gewissem Sinne kann ich Kevin durchaus verstehen, also dass er seinen Hund mal sehen wollte. Ich glaube, das würde mir auch genauso gehen. Nur am Ende verbraucht er mehr Zeit. Und zwar nicht nur mehr Zeit, als er eigentlich hätte, sondern auch mehr Zeit, als er sich mit der alternativen Mathematik selbst ausgedacht hat. Ja, Mama, ich muss Schluss machen. Ich muss, die anderen wollen auch noch sprechen, ja? Tschüss, Mama, ich liebe euch. Alles tschüss. Klar. Tschüss, Schatz. 48 Sekunden. Du hattest nur 16. Cool, damit ist ein Drittel der Zeit fast schon weg. Dass andere Stars das deutlich besser können, das hat dann Lilo bewiesen. Und an dieser Stelle möchte ich sowieso mal eine Lanze für sie brechen, weil ganz am Anfang war ich mir auch nicht so sicher, ob wir die jetzt unbedingt in dem Format brauchen, aber ich finde, die ist gleichzeitig durchaus unterhaltsam und sympathisch und sie kann sich auch an Regeln halten. Die mag ich. Ich hoffe, dir geht's genauso. Hallo, liebe Mary, ich kann nicht lange sprechen, sonst können die anderen nicht sprechen. Ich hab dich ganz lieb, Mama, geht es gut? Ich bin total okay, Kussi, Kussi, deine Mama, lieb dich. Ich habe mein Baby Mary gesehen und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich die liebe. Ich konnte zwar nicht viel sagen, aber es ist alles gesagt. Schön. Wobei ich mir auch ein bisschen vorgestellt habe, wie ich mich eigentlich fühlen würde, wenn wegen der großen Zeitverschiebung nachts bei mir jemand anruft, den ich seit 2 Wochen nicht gesehen habe, der dann 8 Sekunden einfach nur die ganze Zeit auf mich einredet und dann auflegt und ich weiß gar nicht, was los ist. Danach waren dann unter anderem natürlich noch unsere Lieblings-Astra-Zwillinge dran. Ja, und die haben es jetzt mit den 16 Sekunden auch nicht so gehabt, ne? Uns geht's so gut, Mutti und Vater. Und wir denken und euch an alle, wir denken immer an euch. Und wir hoffen, dass wir hier noch ganz lange bleiben können. Es ist wunderschön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wie lange durftet ihr sprechen? 3 Minuten? Nee, 3 Minuten durch 11. Durch 11? Ja, durch 11 Leute. Also 33 Sekunden. Nö, 16. Was glaubt ihr, wie lange ihr gequatscht habt? 33 Sekunden. Nein, es waren 57. Ja, und das Problem ist, die Zeit wird jetzt immer weniger und weniger, aber es sind noch relativ viele Stars da. Und auch andere haben ein bisschen viel Zeit verbraucht, so zum Beispiel auch Nina. Mama muss auflegen, Schatz. Mama muss auflegen. Ich liebe euch. Mama, ich liebe dich. Klar habe ich jetzt so ein bisschen gemischte Gefühle. Jetzt hat er mich wieder gesehen, ich habe ihn gesehen. Jetzt vermisst man sich umso mehr. So, das waren 59 Sekunden statt 16. Uff, das ist ganz schön lange. Und man darf bei ihr, finde ich, auch eine Sache nicht vergessen. Die ist ja erst in der letzten Folge überhaupt dazugekommen. Und bei denen vergeht ja nicht eine Woche, wenn bei uns eine Woche vergeht. Das heißt, ich glaube, die ist jetzt seit 3 Tagen in dem Format. Aber okay, das bedeutet jetzt, ja, die Zeit ist quasi alle. Alex darf seiner Vanessa aber wenigstens noch ganz kurz einen halben Satz sagen. Hörst du mich? Hörst du mich, Babe? Ich höre dich, hörst du mich auf? Babe, ich liebe dich, alles geht gut. Alles ist gut, ich liebe dich. Fuck, Guthaben wurde aufgebraucht. Wollen die mich komplett verarschen? Toll. Und ich finde es auch immer schön, wenn man fragt, ob man gehört wird, weil wenn die andere Seite einen nicht hört, dann kann man darauf ja nicht vernünftig antworten. Wisst ihr, was ich meine? Aber okay, Alex regt sich jedenfalls richtig auf. Und das hatte er in der letzten Folge auch. Unter anderem, weil Maurice ja gelogen hat. Das sollten wir uns für den Rest dieser Folge schon mal merken. Auch bei diesem Geldspiel haben die sich die Taschen vollgepackt. Jetzt schnappen die noch die Zeit und den Liebsten. Und das ist sehr egoistisch. Genau, diese bösen, bösen Menschen. Aber Alex wird in dieser Folge auch ein böser, böser Mensch. Ich hoffe, du bist jetzt aber kein böser, böser Mensch. Dann würde ich mich jetzt nämlich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich glaube tatsächlich, mit den 400.000 in diesem Jahr sieht's gut aus. Vielen Dank mal an der Stelle. Andere, die übrigens noch weniger Zeit als Alex hatten, nämlich überhaupt keine, haben sich verständlicherweise auch sehr aufgeregt. Cecilia, die ja schon sehr lange da ist, ziemlich stark. Wie dumm, da lassen die keine Sekunde übrig. Also sorry, check ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Boah, ich habe ja auch jetzt gerade keinen Bock zu reden, ehrlich. Und so wenig ich Cecilia jetzt auch wahnsinnig sympathisch finde, an der Stelle muss ich auch sagen, sie ist halt schon sehr, sehr lange da und sie ist irgendwie auch eine, die zumindest in solchen Spielen oftmals ein bisschen Pech hat. Gleichzeitig darf man aber natürlich nicht vergessen, dass sie in der letzten Sendung ja auch sehr viel Geld von der Gesamtsumme geklaut hat. Insofern hält sich mein Mitleid dann doch wieder in Grenzen. Bei anderen Stars ist das ein bisschen größer. Die dürfen nämlich auch nicht mit E.T. nach Hause telefonieren.
Scheiß drauf, auf den Abend. Ja, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Blöd. Nun muss man ja aber sagen, theoretisch hätte man ja nicht unbedingt gewusst, wer zu lange telefoniert hat, wer überhaupt telefonieren durfte. Und dann fühlt sich's vielleicht nicht so schlimm an. Außer RTL 2 lässt das direkt danach nochmal von Kevin vorlesen. Ausgerechnet von dem Kevin, der angefangen hat, es falsch zu machen. Hier ist eure Telefonabrechnung mit den einzelnen Zeiten. Kevin, 48 Sekunden. 48? Ja. What? Ach. Das fuckt mich richtig ab. Ja, tut mir wirklich leid. Also, aber ich wusste doch gar nicht, wann es losgeht, ne? Ja, okay, Kevin. Ich habe aber sicherheitshalber nochmal nachgeguckt. Du hast nach ungefähr 3 Sekunden angefangen, Interaktion zu betreiben und auch was zu hören. Und dann hätte dir eigentlich klar sein müssen, dass es losgeht. Und außerdem hat deine alternative Mathematik auch nicht unbedingt geholfen. Fairerweise muss man aber auch sagen, er war nicht der Schlimmste. Heidi und Heike, 57 Sekunden. Entschuldigung. Alter. Ich habe meine Familie, mein Freund, seit Wochen nicht gehört. Und die kommen und telefonieren mit denen 2-3 Minuten, sind die dumm? Cecilia neigt aber auch immer so ein bisschen zum Übertreiben, weil niemand hat 2-3 Minuten telefoniert, also nur 2-3 Minuten insgesamt. Und apropos 3 Minuten insgesamt, wie immer in diesen Formaten gab es wohl auch noch zusätzlich ein paar Kommunikationsprobleme. Zumindest redet sich Nina so raus. Nina? Ja? 59 Sekunden. Bei Nina verstehe ich es nicht. Die ist jetzt ein paar Tage hier drin. Oh. Ja, ich habe das so verstanden, dass die 3 Minuten nur für mich sind. Und die anderen haben jetzt irgendwie schlechte Laune, aus welchem Grund auch immer. Okay, Nina, das wurde aber doch sehr deutlich kommuniziert. Und das, was Cecilia sagt, stimmt auch. Und Cecilia ist dann auch diejenige, die sich wieder am meisten aufplustert. Wie gesagt, ich kann sie verstehen. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, dass sie ja diejenige war, die in der letzten Folge die anderen über den Tisch gezogen hat. Eigentlich dürfte sie sich jetzt ja nicht beschweren, wenn sie selbst auch mal gezogen wird. Ey, telefoniert, macht, was ihr wollt. Aber dann einfach mal nur drüber nachdenken. Maurice, du bist so egoistisch. Maurice, wie... Und jetzt wer hat selber... Denn, warte, das Ding ist, nicht, gestern ja. warst du ganz ja. ruhig, ganz ruhig. Jetzt auf einmal flüsterst du dich auf, weil... Weil ich genau diese Situation ja, meinte, wegen Maurice. Genau. Was hat er egoistisch gemacht und ihr nicht? Ich finde es spannend, dass Cecilia jetzt ausgerechnet noch unseren Lieblings-Maurice verteidigt, nachdem der schon lange ausgeschieden ist. Und ja, da muss ich tatsächlich mal Kelvin zustimmen, denn der hat, glaube ich, einfach überhaupt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Stress. Wie der da sitzt, denke ich, dass er die ganze Zeit einfach nur von einer Flasche Wodka träumt und seine Ruhe haben will. In unserer Kehle brennt er absolut. Hey, auf Maurice ist jetzt geschissen, aber... Nein, doch. Kevin, es geht einfach genau um diesen Punkt. Es geht nicht um dasselbe, doch, Digga. Geld ist nicht Familie. Ja, genau. Okay, dann gib mir doch meine Familie. Ich bin hier halt am längsten drin. Ey, was denn hier los, Alter? Cecilia, beruhig dich mal. Ja, aber Cecilia und beruhigen, das ist ein bisschen wie Cecilia und sich nicht aufregen. Oder Cecilia und langsam wieder runterkommen. Oder Cecilia und gutes Benehmen haben. Das passt leider nicht so zusammen. Ich kann nicht mehr mit diesen Menschen diskutieren. Mir ist es... Wirklich, ich merke einfach, gewisse Leute, die fehlen die Gehirnzellen. Das stimmt, das gilt aber fairerweise für alle, oder? Und RTL 2 hat sich gedacht, da sind jetzt aber vielleicht doch noch 7 bis 12 Gehirnzellen übrig, aber kein Problem. Wie wäre es denn, wenn die Stars, die sich jetzt mit einem bisschen hochprozentigen, auch noch aus der Stirn saufen? Leute, Party! Ja! Party! Party! Stopp! Schnapp! Tequila, Aperol, alles ist da! Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt wenige Momente, in denen Stars sich so freuen, wie wenn sie Alkohol umsonst bekommen. Ich finde das immer wieder erstaunlich, dass selbst ein Alkoholproduzent, wenn man so möchte, wie Kelvin, der ja schon mal seinen eigenen Wodka rausgebracht hat, das so feiert, als hätte er gerade Drillinge geboren. Da lässt er sich sicherheitshalber nochmal von Easy schlagen. Ist das wach? Kannst du mich mal und gib mir eine Aufweige. Ich bin immer noch nicht wach. Gib mir noch eine. Da. Noch eine. Wir sind da. Noch eine. Das kann ja nicht sein. Aber egal. Hauptsache saufen, Hauptsache Party und dann geht's richtig ab. Disco Pogo. Ich sollte vielleicht lieber nicht mitmachen. Mhm. Disco Pogo, was? Dingelingeling. Lauter. Dingelingeling. Lauter. Alle zusammen. Ja. Aber was wäre eine ausgelassene Party ohne eine ziemlich nicht so ausgelassene Nachricht von RTL 2? Und die darf diesmal Lilo vorlesen. Und kurz habe ich mich gefühlt wie beim Dschungelcamp. Über die letzten Sendewochen ist eine unverschämt stolze Summe an Regelstoßen begangen worden.
Oh nein, es sind Regelstöße vergangen worden. Das hat sie sehr interessant vorgelesen. Und die haben natürlich eine Konsequenz. Und wir kennen das ja schon. Im Dschungelcamp bedeutet das zum Beispiel immer, dass die Zigaretten weggenommen werden. Aber das ist ja bei RTL. Bei RTL 2 ist man sogar noch härter. Als Strafe für eure Regelbrüche werden sämtliche Genussmittel aus dem Budget gestrichen. Allerdings, und das ist auch wieder typisch RTL 2, gibt es eine Möglichkeit, das ungeschehen zu machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, die wollen echt Geld sparen, denn auch diesmal können die Stars mit ihrer Gage wieder was daran ändern. Wenn ihr von euren Gagen eine Genusspauschale von 3.000 Euro zusammenbekommt, so werdet ihr weiter mit Zigaretten, Kaffee und Alkohol versorgt. 3.000 Euro? Die pisse ich raus, Alter! Also, man muss sich das mal vorstellen, wie viel Geld das eigentlich ist. Dafür muss ein normaler Familienverdiener, so nenne ich das mal, einen ganzen Monat schuften gehen. Jeden Morgen unter der Woche aufstehen, vielleicht sogar 6-mal die Woche und irgendeinen harten Job machen. Ja, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden von den Stars gibt, der dazu stimmt. So. Ich zahle dir alleine. Alkoholkippen gehen auf meinen Nacken. So, ey, komm, wir bezahlen einfach die Scheiße. Also manchmal muss ich sagen, liebe ich Kelvin ja wirklich. Allerdings ist es dann so, dass nicht einer 3.000 ausgeben soll, aber kein Problem, denn wenn es um Kippen und Saufen geht, dann können die plötzlich zum ersten Mal überhaupt zusammenhalten. Chris, 500. Okay, dann mache ich auch 500. Easy, auch 500. Ich auch. Wow, oh, mit 4 Leuten, 2 Milli. Am Ende schmeißen dann noch ein paar Leute 200 dazu und ausgerechnet, Lilo muss nichts bezahlen, das fand ich sehr gut. Und dann dürfen die Stars die Sachen behalten und später dann auch angesoffen in der Küche stehen und die Reste vom Mittagessen vertilgen. Ja, man muss die einfach lieben, ne? Wir legen sogar noch gratis Pommes drauf. Morgen safe Durchfall. Ich hab euch gesagt, gebt mir keinen Alkohol, das ist ein großer Fehler. Safe. Wundervoll. Dann ist allerdings schon der nächste Tag und glaub mir, das wird sehr interessant. Anfangen tut's mit dem Bestrafungsspiel und oh mein Gott, wird das schön. Liebe Reality Stars, willkommen zum Bestrafungsspiel. Wie Sand am Meer. Okay, und dieses Spiel ist an sich gar nicht so interessant. Es geht aber erstmal darum, dass die Stars im brennend heißen thailändischen Wüstensand nach Bildern von anderen Reality-Stars buddeln müssen und dabei ein bisschen so aussehen wie ein Rentnerausflug, der gerade geschlossen kollabiert. Interessante Geräuschkulisse. Und dazu passend hat Cecilia ein Problem, denn die gehört zu denjenigen, die unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen. Und manche Teile ihres Körpers wollen ihr, glaube ich, auch beim Suchen helfen. Oh, meine Brüste. Ich war in meinem Element, meine Möpse kamen raus, meine Haare sind rumgeschleudert. Mir war das in dem Moment alles schlüssiger. Ich wusste, es ist jetzt geht um Leben und Tod. Also streng genommen geht es nicht um Leben und Tod, sondern es geht nur um eine Bestrafung, die ihr wahrscheinlich sowieso bekommt, weil ihr das Spiel am Ende ja nie hinbekommt. Aber okay, trotzdem wurden dann fleißig Bilder gesammelt und wow, einige waren eindeutig stärker als andere. An der Spitze Alex, aber Chris hat auch gut abgeräumt. Und Seniorin Lilo hat 5 Fotos, sogar eines mehr als Noah. Das war allerdings noch nicht alles, sondern das Spiel hatte auch noch einen zweiten Teil. Man musste dann nämlich die Bilder, die man gesammelt hat, nehmen, anschauen, den kompletten Namen, also Vor- und Zunahme des Stars, der dort darauf abgebildet ist, nennen und in welcher Staffel von Kampf der Reality Stars er dabei war, wenn er dabei war, nennen. Ich hoffe, dieser Satz hat grammatisch noch irgendeinen Sinn ergeben. Zwischendurch habe ich ein bisschen vergessen, was ich am Anfang überhaupt gesagt habe. Aber egal, einigen fiel das sehr schwer. Den Namen wissen wir gar nicht, also hiermit wissen wir nichts anzufangen. Hier aus der Reality-Welt, da sind wir noch nicht so firm. Und da vergisst man natürlich auch schnell die Namen. Jetzt musst du sagen. Ja, auch 2022, dieser Herr, die dritte Staffel. Ja, den haben wir schon gesehen. Die kennen Walter nicht. Mir ist der Kloß im Hals stecken geblieben. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Also das ist jetzt wirklich eine persönliche Beleidigung, muss ich sagen. Und falls du Walter auch nicht kennen solltest, der kommt aus dem Format Traumfrau gesucht, einem meiner absoluten Lieblingsformate, das leider auf meinem Kanal nicht mehr so gut läuft, aber es würde mich sehr freuen, wenn du mal reinguckst und da ist der Link dazu. Vielen Dank. Bei anderen, die eher in der Reality-Welt zu finden sind, so wie Kelvin, hätte ich gedacht, dass er alle Bilder sofort zuordnen kann. Kann er aber nicht. Auch nicht, wenn er die Leute eigentlich gut kennt. Ach, ich kenne den doch. Ich telefoniere manchmal mit dem. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ja, war natürlich eine dumme Idee von mir, gestern wieder so viel zu saufen und so und zu feiern, weil ich war voll verkatert noch. Sandy? Sandy?
Ja, und wie gesagt, Kelvin, ich dachte, ihr seid befreundet. Ich dachte, wir sind auch Kumpels. Hast du mich etwa auch schon vergessen? Sandy war in Staffel 3. Andere waren deutlich stärker. Und normalerweise wird, wer deutlich stärker war, jetzt ja von RTL 2 verkündet. Diesmal gab es aber einen kleinen, netten Twist. Es ist an der Zeit, das Ergebnis des heutigen Spiels zu erfahren. Dies wird jedoch nicht öffentlich geschehen, sondern geheim verkündet. Ja, und dann wurde es massiv kompliziert und normalerweise würde ich euch das jetzt irgendwie ganz kurz zusammenfassen, aber das ist für die restliche Folge noch ziemlich wichtig. Angefangen hat es dann erstmal damit, dass Stars nach und nach in dieses komische Büro gerufen wurden. Und Cecilia war die Erste und ihr wurde dann gesagt, wie das jetzt genau ablaufen wird. 4 Reality-Stars werden heute nominiert und landen auf der Abschlussliste. Dann werden halt jetzt 4 Leute auf jeden Fall zur Nominierung bereitstehen und gehen eventuell dann auch nach Hause, ne? Okay, jetzt ist aber ja der nächste Twist, dass nur der Gewinner des Spiels bestimmen darf, wer nominiert wird. Und derjenige weiß ja noch gar nicht, dass er gewonnen hat. Bis jetzt. Es wird jedoch nicht verraten, welcher Reality-Star die Nominierung entschieden hat. Diese Information bleibt geheim. Was? Ich habe gewonnen? Okay. Wow. Okay. Also Alex ist auf jeden Fall einer der Nominierungshaie und darf jetzt 4 Leute aussuchen, die seiner Meinung nach nicht mehr in der Sendung sein sollten. Wer das genau ist, gucken wir gleich. Erstmal hören wir, warum Alex sich so entschieden hat. Das sind für mich die 4 stärksten Mitkonkurrenten und deswegen entscheide ich mich für die 4. Das wird ja nicht öffentlich verkündet. Nein. Nein, das wird nicht öffentlich verkündet. Allerdings, wir erinnern uns ja mal, hat Alex sich in der letzten Folge sehr über Maurice aufgeregt, der etwas geheim gehalten hat. Er hat sich in dieser Folge sehr darüber aufgeregt, dass einige Leute zu lange telefoniert haben und es erst geheim gehalten haben. Dann sollte man jetzt ja eigentlich mit offenen Karten spielen, oder? Von meiner Seite aus muss es geheim bleiben, weil wenn es jetzt rauskommt, habe ich bei der nächsten Stunde der Wahrheit direkt 4 Stimmen gegen mich. Minimum die 4. Und deswegen werde ich jetzt in dem gleichen Mut, wie ich da hingegangen bin, zur Chefetage, auch wieder rausgehen. Ach so, also gilt dieses ganze moralische Zeug, was Alex geredet hat, für jeden? Nur für ihn nicht. Mhm. Ja, und das zieht er dann auch eiskalt durch mit einer mittelmäßig schauspielerischen Leistung, würde ich mal sagen. Ganz am Anfang tut er jedenfalls so, als wäre er ja quasi sicher nominiert und es wäre alles so schrecklich. Gebrungs. Sepp. Komm mal, ganz krasses Spiel, ganz krasser Mindfuck, also das ist echt heftig, so ein Pokerface aufzusetzen. Ja, aber wenn man jetzt vielleicht nicht so ein gutes Pokerface hat, wobei ich sagen würde, dass Alex aufgrund der Aufspritzung schon ein ganz gutes Pokerface hat, dann sollte man sich natürlich vorher einen Plan überlegen und das tut er dann auch eiskalt. Nominiert wurden. Also in dem Moment, wo die Namen bekannt gegeben werden, werde ich auf jeden Fall jubeln, weil ich dann erleichtert bin. Das muss ich dann irgendwie so verkaufen, dass es glaubwürdig rüberkommt. Ach so, er wird auf jeden Fall jubeln. Na gut, dann hören wir uns jetzt erstmal an, wer überhaupt nominiert ist und achten mal auf Alex hervorragende schauspielerische Leistung. Ich habe sehr gefeiert. Christoph, Kevin, Cecilia, wusste ich, und Easy. Zieht jetzt eure Nominierungsstirnbänder an. Ihr seid offiziell auf der Abschlussliste. Ja. Ja, das war, glaube ich, wirklich die beste schauspielerische Leistung, die ich jemals gesehen habe. Aber hier, Alex, wie würdest du dich eigentlich freuen, wenn du im Lotto gewinnst? Ja. Geil. Und wie würdest du dich freuen, wenn es deinen Lieblingstequila beim Netto im Angebot gibt? Ja. Wundervoll. Ich glaube, diese Szene werde ich in meinem ganzen Leben noch relativ oft sehen, weil irgendwie, ich glaube, ich muss die abspeichern und ganz oft in irgendwelche Videos posten. Davon mal abgesehen ist es jetzt aber so, es gibt ja tatsächlich 4 Nominierte und gerade Cecilia hat ja schon damit gerechnet. Ja, aber die, auch wenn sie damit rechnet, ne, das ändert nichts an ihrer schlechten Laune. Wie kann man so dumm sein und mich nehmen? Sorry. Dir nimmt einmal Christoph und Easy und dann Kevin und mich. Also hast du irgendwas gesoffen, Alter? Wähl doch Kölweise, du Opfer. Ja, die Frage ist nur, wer ist denn jetzt das Opfer, das diese Leute gewählt hat? Und wie gelingt es Alex jetzt, das gut zu verstecken? Naja, indem er halt weiter dreist rumlügt. Ich habe auch abgrundtief verkackt. Ich hatte viel, aber ich habe voll viele nicht gewusst. Nun ist es ja allerdings so, dass die Stars nicht wissen, wer am Ende jetzt nominiert hat, aber sie haben natürlich bei dem Bildersuchspiel ja mitbekommen, wer am meisten Bilder hatte. Und das eine, das war Christoph, und der geht auch ganz offen damit um, wen er wusste und wen er nicht wusste, und der andere ist Alex, und der geht nicht ganz so offen damit um. Daniel vom Elfschlosskeller. Ja. Ich hatte Chris Breu. Wow, viel. Ich hatte Aminata.
Wie viele waren denn das? Da hat doch keiner mehr. Oder ich hatte was? 3, wo ich safe wusste und voll viele Karten, aber viele Minuspunkte. Du kleiner Schlingel. Genau genommen ist Alex vielleicht sogar ein großer Schlingel. Denn es ist ja das eine, finde ich, sich da jetzt hinzustellen und rumzulügen. Da könnte man noch argumentieren, es ist vielleicht ein bisschen im Sinne des Spiels. Allerdings streut er denn jetzt auch noch Verdacht auf andere Leute. Und das ist dann nur noch schmutzig. Hast du dich selbst informiert, Digga? Nein, ich schwör's dir. Natürlich, ich habe auch drüber nachgedacht, dass sich hier jemand selbst gewählt hat. Ist ja klar. Und Christoph hat eben schon aufgezählt, wen er alles hatte. Und wenn das von den Punkten ja wirklich so ist, dann kann es natürlich auch sein, dass er es war. Er ist ja immerhin Schauspieler. Ja, könnte sein. Aber wir wissen ja, wie gesagt, es ist Alex. Und der streut dann noch weiter fleißig den Verdacht. Und das, was er als nächstes tat, fand ich dann besonders mies. Weil, auch wenn ich sie jetzt auch nicht so super interessant finde und sie meiner Meinung nach in der Sendung nicht so ganz viel zu suchen haben, das ausgerechnet auf die Zwillinge zu schieben, das ist schon lame. Was ist mit den Zwillingen? Alex, du hast ja echt Talent. Und auch wirklich gar kein Schamgefühl. Ey, ich schwör's dir, die Twins. Ja, vielleicht unterschätzt man die Zwillinge voll. Ja, wir unterschätzen die volles Brett. Das Ding ist jetzt natürlich nur, Alex streut ja fleißig falsche Spuren. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an das RTL-Format Die Verräter. Da habe ich ja letztes Mal schon drüber geredet. Übrigens danke für den Hinweis, dass da in diesem Jahr tatsächlich noch eine Staffel kommen soll. Da war es auch so, dass wenn man zu viel anfängt zu reden, man sich natürlich besonders verdächtig macht. Weil Alex bescheißt uns die ganze Zeit. Ja. Was? Niemals. Ich habe gar keinen Plan. Ich habe kein Promi-Wissen. Nein, gar nicht. Allerdings glauben das nicht alle. Und man kann über Cecilia sagen, was man will, also meistens nur Schlechtes, aber so detektivtechnisch hat sie schon ein bisschen was drauf. Vielleicht ist eigentlich nicht Easy Sherlock Holmes, sondern sie. Mir kommt es komisch, dass Alex nicht gewählt ist. Alex, ist ehrlich. Er ist der Stärkste. Jeder hat gesehen heute, wie er spielt. Warum wählst du ihn nicht? Verstehst du, was ich meine? Da muss es entweder Bro sein oder... Oder er selbst. Und Chris von Bullshit TV, oder von ehemals Bullshit TV, der entscheidet sich dann auch, ihn zu konfrontieren. Aber Alex lügt wirklich erstaunlich gut. Naja, aber das hat er damals bei seinen Ex-Freundinnen ja auch immer so gemacht. Glauben, dass du der Nominator bist. Dafür fehlt mir das Promi-Wissen. Ich habe kein Promi-Wissen. Also ich würde das sagen. Also du sagst, du 100% nein. Digga, rot. Ich habe kein Promi-Wissen. Genau, kein Promi-Wissen. Und irgendwie schafft es Alex dann sogar im Gespräch mit Chris, quasi Chris, den Verdacht selber zuzuschieben. Kurz hatte ich Angst, dass Chris selber glaubt, er war's. Das wäre auch ein wilder Twist. Respekt von dich. Aber ich schwöre dir, guck mal. Ich sage nur, falls. Ich guck dir in die Augen, guck. Ich schwöre dir, du warst nicht. Ich habe abgrundtief verkackt in diesem Spiel. Alex nicht. Und dann wird Alex noch ein bisschen schmutziger. Es gibt jetzt ja 4 Nominierte und er nimmt sich dann 3 der Nominierten, nämlich die 3, die nicht Christoph sind, und sagt denen dann schon mal, ja, ist ja aber gar nicht so schlimm, denn es fliegt ja am Ende sowieso nur einer raus und der wird ja mit diesen Münzen bestimmt, also per Nominierungsverfahren, und da schützt er die natürlich. Jetzt seid ihr 3 alleine, das ist wichtig zu wissen. Bitte nicht weiter sein, Moa. Bitte nicht weiter sein. Sondern? Euch werde ich nicht fehlen. Sehr geschickt macht er das. Ich persönlich muss sagen, ich finde das nicht so geschickt, weil ich habe ja schon gesagt, wenn die anderen denken, dass du denkst, dass sie denken, dass du es bist, dann sollte man meistens lieber die Klappe halten, weil wenn man immer weiterredet, dann denken die anderen ja erst recht, dass du denkst, dass sie denken, dass du weißt, dass sie wissen, dass du es bist. Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Werde ich euch keine Stimme geben, ich gebe die Christoph. Und ich so, du Heuchler, du bist ein Schild, hat er gesagt. Und ich verpetz das jetzt, weil ich weiß, er lügt. Oh, Cecilia ist auf jeden Fall auf seiner Spur und sie findet sein Verhalten sehr schmutzig. Und ich muss das an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich finde das auch. Weil das Problem bei Alex ist, er hat in den vergangenen Folgen halt die ganze Zeit gesagt, nein, man muss das so und so spielen, er würde das niemals machen, dieses Schwören, das geht alles gar nicht. Und jetzt macht das halt selber genauso. Wenn du denn als großer, starker, maskuliner Mann rumläufst, deine Leute verrätst und sagst, ich glaube, es war Chris, oder dann noch zu sagen, ich glaube, es war die Twins, ja, dann denke ich mir, okay, jetzt spielst du sehr dreckig, Alex. Also dann, da haue ich dich richtig hier in die Pfanne. Schmutziger Alex. Und deswegen möchte Cecilia ihn damit auch konfrontieren. Man muss allerdings sagen, Alex findet dann tatsächlich ein ganz gutes Argument, warum er dieses falsche Spiel eigentlich nicht spielen kann. Aber damit haut er sich ironischerweise selber voll krass in die Pfanne. Warum du hier drin bin ich hier drin? In dieser Show. Weil du dein Spiel spielst, so okay. Nein. Warum bin ich in dieser Show? Denk ein bisschen weiter. Weil du möchtest eindeutig zeigen. Dass die Leute mich kennen, so wie ich okay, bin. Okay, aber ja, aber du hast. Will ich einen Shitstorm riskieren?
du, Shitstorm kriegt hier jeder. Ich. Jeder kriegt hier einen Shitstorm mit seiner Art und Weise. Der Witz dabei ist, dass Alex im Prinzip recht hat, oder? Weil Kampf der Reality Stars ist ja auch für Leute wie zum Beispiel André Mangold oder Mike Sees in den vergangenen Jahren eine Gelegenheit gewesen, sich nochmal anders darzustellen. Und das hätte Alex jetzt ja auch tun können. Allerdings hat er das jetzt komplett verkackt. Und es wird dann sogar noch ein bisschen traurig, weil ich glaube, Calvin möchte ihm gerne zur Seite stehen, aber ohne es zu wissen, macht das für Alex immer schlimmer. Heftig, Alter. Wie manche Leute Schauspielern oder lügen, das ist schon... Das ist krass, Alter. Die Person ist riesengroßes Arschloch. Er meint dich. Du, aber Calvin, also ich meine, wie wäre es denn jetzt, wenn dein Kumpel Alex das wirklich gemacht hätte? Das wäre schon mies, oder? Das kann nicht sein bei Alex. Ich schwöre, das kann nicht sein. Ich guck dir die Augen und denk, wir sind doch cool. Also das macht er auch nicht. Nein, Alex war das nicht. Bitte kann nicht sein. Rat jetzt. Nein, Alex kann das nicht sein. Da ist sich Calvin auch am nächsten Morgen wirklich komplett sicher, weil das wäre ja voll krass, wenn das jetzt doch Alex wäre, oder? Also wenn es Alex ist, dann bin ich hart enttäuscht so. Deswegen, ich baue immer noch darauf, dass es Chris sein müsste. Dann wird's für Alex aber noch ein kleines bisschen blöder, denn das Spiel vorhin war ja das Bestrafungsspiel, bedeutet das Safety-Spiel kommt ja erst noch. Und beim Safety-Spiel macht's jetzt ja nur Sinn, dass die ohnehin schon Nominierten spielen und wenn einer von denen gewinnt, ja dann passiert was Blödes. Also für ihn. Sollte ein Nominierter das Spiel gewinnen, so ist dieser safe und entscheidet, wen er an seiner Stelle als Ersatz nominiert. Gewinnt ein Nicht-Nominierter, so wird dieser einen Nominierten safen und einen anderen Star nachnominieren. Oh, oh, oh. Und Alex ist ja momentan der Hauptverdächtige und deswegen haben einige den ganz klaren Plan, wenn sie gewinnen, dann kriegt Alex das Band und ist plötzlich selber nominiert. Guck mal, pass auf, Tommy. Du musst Alex das Band kriegen, egal was kommt. Ja. Er ist es. 100%. Das Spiel selber möchte ich euch gar nicht zeigen. Ich habe es ja hier schon mal erklärt. Ich darf euch aus verschiedenen Gründen nicht mehr als ungefähr so 15-20% der Sendung zeigen. Und ja, das bedeutet, wir verzichten auf das Spiel. Wer es gewonnen hat, das möchte und muss ich euch natürlich aber zum Verständnis zeigen. Und am Ende war es ein Rennen zwischen Easy und Christoph. Ins Arschgesicht. Glückwunsch. Ja, er hat gewonnen. Ja, er hat gewonnen. Ja! Ja! Oh wow, also für Alex wird's jetzt ja richtig unangenehm, denn der wollte vorhin ja eigentlich Christoph quasi in die Pfanne hauen, indem er die drei anderen irgendwie beschützt oder zumindest so tut. Und er war ja am Ende der Nominator. Ja, Kevin, das analysierst du schon ganz richtig. Aber stellt euch wirklich mal vor, Alex fliegt heute Abend raus und er ist es gar nicht gewesen. Ja, das wäre blöd. Allerdings wissen wir ja nun mal, es war Alex, der dann auch mit Christoph, glaube ich, nochmal spricht, denn ja, es gab ja gestern schon diese Affäre, dass er eigentlich dafür plädieren würde, Christoph rauszuwählen, der jetzt ja bestimmen darf, wer gleich sein Band kriegt. Und meinte, du pass auf, Alex hat gesagt, er würde dir die Münze geben. Was? Cecilia hat dir das erzählt? Ja. Puh, verzockt. Das habe ich gestern gesagt, die Aussage, dazu stehe ich auch. Safe, ja, klar. Ein bisschen, muss ich sagen, habe ich Alex an diesem Punkt übrigens gar nicht mehr verstanden, weil warum lügt denn der jetzt die ganze Zeit? Gibt das jetzt aber Christoph gegenüber zu? Das kann ja eigentlich auch wirklich nur sein, weil er jetzt noch zum letzten Mal doch noch ein bisschen seinen Arsch retten will, obwohl er weiß, dass er schon komplett verkackt hat. Macht ihn jetzt nicht sympathischer, ne? Eher im Gegenteil. Ich habe gestern gesagt, wenn die Nominierungen so bleiben, alle vier. Wenn wir vier nominiert werden. Genau, dann würde ich halt dir die geben, weil du am kürzesten drin bist. Aber nicht, weil ich die Menschen nicht mag oder so. Oder, weißt du, sondern nur aus dem Fakt, weil du halt erst seit 3 Tagen da bist. Ja. Das habe ich gestern so gesagt. Ja. Ja. Aber dieses Geständnis, bringt das Alex jetzt was? Denkt sich Christoph vielleicht, oh nein, dieser Alex ist so nett und moralisch integer? Nee, natürlich nicht, weil er hat ein bisschen Menschenverstand. Ich muss immer meinen Arsch zittern. Digga, ich muss dir geben, es tut mir leid. Aber du hast wenigstens ehrlich zu mir gesagt, dass du mich nominieren würdest. Sorry. Okay, fassen wir mal damit zusammen. Also Alex hat eigentlich ein Spiel gewonnen, durfte nominieren, war komplett an den Drückern und hat es dann mit Lügen, Betrügen und einem schlechten Spiel selbst so verkackt, dass er jetzt gleich wahrscheinlich rausgewählt wird. Ja, dann ist jetzt der richtige Moment für Selbstmitleid. Insgesamt finde ich die gesamte Situation, dass ich überhaupt der Nominator bin, sehr unangenehm, wenn das hier ausgestrahlt wird. Wenn die Leute, die sowieso was gegen mich haben, die werden sich das Maul zerreißen, die Hände reiben und sagen, wie habt ihr den Videobeweis? Alex ist unauthentisch, fake, ein Lügner. Ja, Alex, nur das Ding ist, in diesem Format stimmt das ja auch irgendwie, oder? Und wenn man ganz ehrlich ist, du warst auch noch nie in einem Fernsehformat, in dem du sympathisch rübergekommen bist. Und irgendwann, Schnitt, Kamera und alles andere mal zur Seite geschoben, muss man sagen, ja, dann bist du vielleicht auch manchmal einfach nicht so schrecklich sympathisch. Calvin hält allerdings trotzdem zu ihm und irgendwie fand ich das süß und gleichzeitig auch ein bisschen traurig, gerade für Alex. Wird alles gut, Bro. Ich hoffe einfach, dass du
dass du da nicht der Nominierer warst, Digga. Und dann werden die Leute sehen, dass alles gut ist. Aua. Und dann hoffe ich, dass sie deinen guten Charakter zeigen, nicht nur deine Scheiße, weißt du? Ja. Alex, guter Charakter. Ich hatte neulich übrigens mal die Gelegenheit, so ein Elektronenmikroskop live zu sehen. Und damit kann man ja ganz kleine Dinge sehr groß machen. Aber ich glaube den guten Teil von Alex' Charakter trotzdem nicht. Aber egal, Calvin glaubt weiter an ihn. Der Alex ist kein schlechter Mensch an sich, ne? Und wenn der da sitzt und dann irgendwie traurig darüber ist, dass jeder ihn hier gerade irgendwie raushaben will, so. Das zeigt Menschlichkeit, dass es nicht spurlos am Alex vorbeigeht. Alles gut, Bro. Danke dir. Alles gut, Dicker. Das geht ans Herz. Wenn man eins hat, bei Alex bin ich mir dann nicht ganz so sicher. Und kurz darauf ist dann auch schon die Stunde der Wahrheit. Und ich glaube, für Alex ist langsam auch so die Stunde der Wahrheit zu verstehen, dass diese Sendung alles, was er sich vorher sowieso nicht besonders gut aufgebaut hat, spätestens jetzt wieder kaputt ist. Der Arme. Ich war sehr lange am Grübeln, ob ich an diesem Format teilnehmen soll, weil ich halt nicht wusste, was das wieder für einen Shitstorm auslösen könnte. Und die größte Angst ist einfach, dass sich das wiederholen wird, weil ich halt einfach nur dieses Scheißspiel gespielt habe. Das war nicht ich. Ich musste lügen. Ich tue mich mit diesem "ich musste" ein bisschen schwer, Alex, weil man kann das auf verschiedene Arten und Weisen tun und dann noch anderen Leuten den schwarzen Peter, den man selbst verbockt hat, zuschieben zu wollen, das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Und es kommt selten vor, aber ich stimme Cecilia zu. Das, was sie bei ihrer Nominierung sagt, ja, das fasst es ganz gut zusammen. Anstatt, dass ich mich kontrolliere und immer wieder sage, was sagt wohl der Zuschauer? Sagt der Zuschauer das? Nee, aber das sagt der Zuschauer. Es ist mir scheißegal, was der Zuschauer sagt. Ich glaube aber, dir ist das sehr, sehr wichtig, was der Zuschauer sagt. Ich werde vielleicht hier auch bald raus fliegen, aber ich kann sagen, ich war 100% ich. Aber vielleicht hat Alex ja Glück, denn auch Cecilia bekommt 2 Stimmen. Ja, aber am Ende wurde es gar nicht knapp und er wurde richtig hart rausgewählt. Aus die Maus. Mit riesigem Vorsprung gewinnt Alex seine Rauswahl. Er hat's versucht und es hat nicht geklappt. Immerhin ist Alex dann nach vorne gegangen und hat nochmal enthüllt, was jetzt mit dieser Nominierungssache war. Kommt natürlich viel zu spät, aber okay. Wir versuchen ihm das jetzt mal positiv anzurechnen. Blöderweise ergibt aber auch 0,1 mal 0 halt immer noch nicht so viel. Das vierte Spiel, was ich gewonnen habe, war tatsächlich auch dieses Nominierungsspiel. Es war dick und fett in schwarz geschrieben, es muss anonym bleiben. Ich musste euch ins Gesicht lügen. Meine größte Sorge ist einfach nur, dass das einfach der letzte Eindruck ist, der bleibt von mir. Und ich habe einfach keine Lust, wieder verurteilt zu werden, nur weil ich die Spielregeln befolgt habe. Nein, Alex, du musstest nicht lügen und wenn, dann zumindest nicht in dieser Art. Und wie gesagt, du musstest auch nicht andere denunzieren. Trotzdem ist Alex am Ende dann der Meinung, er ist einfach der sympathischste Mensch der Welt. Alle anderen sehen ihn nur falsch. Und ihr wisst, ich mag diese Art von Ferndiagnosen nicht. Aber manchmal wirkt das schon so ein bisschen wie eine psychische Fehleinschätzung. Krass. Ich bin eigentlich ein lockerer, cooler Typ, der sympathisch ist, der verständnisvoll ist, der Fehler bereut, der Fehler einsieht, der an sich arbeitet, reflektiert. Ich denke, wenn die Leute hier KDS sehen, dann sehen die mein wahres Ich vor diesem letzten Spiel, das ich gewonnen habe. Und dann kann sich jeder ein eigenes Urteil bilden. Okay, mache ich. Du warst in dieser Folge das Arschloch. Und damit sind wir dann tatsächlich auch schon wieder am Ende. Aber auch die nächste wird nochmal ziemlich gut. Denn irgendwie wird das Drama in diesem Format immer schlimmer. Du tust die ganze Gruppe gegen mich. Lass mir hier nichts gefallen. Psycho-Thriller ist es hier. Boah, Digga. Das ist ein krankes Spiel hier. Oh Gott. Bam. Bam, weißt du? Richtig bam, in die Fresse. Wenn du das nicht verpassen willst, das mit dem Abo habe ich schon gesagt. Ansonsten würde ich mich noch sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und ich will nochmal was Allgemeines loswerden vielleicht an dieser Stelle. Auch so ein bisschen zu dem Format. Ihr bekommt das wahrscheinlich mit. Ich shuffle ja momentan so ein bisschen, welches Video an welchem Tag erscheint. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich die Formate gerade so ein bisschen unterschiedlich interessant finde. Ich bin nämlich der Meinung, dass KDRS irgendwie ein bisschen besser ist als sein Ruf, weil da auch gelegentlich mal was Lustiges passiert und man irgendwie ein bisschen mitfiebern kann, das manchmal auch interessant ist. Wohingegen ich leider sagen muss, dass Prominent getrennt zum Beispiel, was diese Woche ein bisschen später bei mir kommen wird, nur noch eklig und widerlich ist und man niemanden mehr mag. Nur, dass ihr mal versteht, warum bestimmte Videos an bestimmten Tagen entstehen. Das hat dann einfach damit zu tun, natürlich auch, worauf ich gerade ein bisschen Lust habe, weil man muss sich ja auch manchmal an so Veröffentlichungsdaten etc. halten. Gut, das soll es jetzt aber tatsächlich von mir gewesen sein. Du denkst an alles, was ich eben gesagt habe, denn das musst du sowieso machen. Sonst musst du Alex jetzt 4 Jahre lang erklären, warum er gar nicht so sympathisch rüberkommt im Fernsehen.